Leute, ich war jetzt schon im Badezimmer, hab schon meine Skincare gemacht, auch wenn die nur aus gefühlt Wasser besteht morgens. Hab meine Zähne geputzt, gefrühstückt und alles, was ich so mache. Und ich werde jetzt ein bisschen so mein Make-up machen. Wir haben ja gerade Osterferien, deswegen werde ich nicht so viel machen, weil ich bin sowieso wahrscheinlich nur zu Hause. Eigentlich wäre ich noch rausgegangen, aber das Wetter ist richtig schlecht geworden. Es regnet jetzt und es ist komplett alles zugezogen. Aber vielleicht gehe ich ja gleich noch raus und dann würde ich euch auch mitnehmen. Als erstes mache ich meine Augenbrauen, nehme ich dieses Gel hier. Als nächstes kommt Mascara und dann nehme ich diese hier. Ich finde, Mascara macht immer den krassesten Unterschied bei mir. Auf dem Video sieht man das, glaube ich, nicht so stark. Aber im Spiegel schon, weil meine Wimpernspitzen sind einfach blond. Also die sind wirklich gefühlt weiß, die sieht man gar nicht. Und wenn ich Mascara drauf habe, erkennt man halt, dass ich Wimpern habe. Ich hasse es zu filmen, wenn keine Sonne da ist, weil das Licht dann so komisch. Und ich finde, auf dem Handy sieht man generell immer kacke aus. Ich mache jetzt noch diese Ohrringe hier rein, die habe ich ja von meinem Bruder zum Geburtstag bekommen. Und falls ihr mein Geburtstagsgeschenke-Video nicht gesehen habt, holt es auf jeden Fall nach diesem Video. Morgen hat sich bisher geändert und zwar bin ich gerade noch duschen gegangen, weil ich meine Haare waschen wollte. Und jetzt habe ich wieder abgeschminkt, weil ich duschen war, logischerweise. Und jetzt gehe ich raus. Ich muss nämlich noch was besorgen für Ostern. Ich habe überlegt, ob ich das irgendwie rausnehme, weil ich es ein bisschen blöd fand. Aber wir wollen ja irgendwie bleiben und deswegen lassen wir es drin. Zu Hause. Ich bin gerade dabei, die Geschenke fertig zu machen. Genau, die Sonne ist wieder draußen. Gerade eben hat es aber komplett geschüttet. Also wir waren rechtzeitig zu Hause, sonst wären wir komplett nass geworden. Das war es jetzt auch schon mit dieser Morgenroutine. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall diesen Emoji in den Kommentaren da. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, würde mich sehr freuen. Also auf jeden Fall ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und dann hoffe ich, sehen wir uns nächsten Donnerstag um 16 Uhr wieder. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!